Das Saarland. Am Rand der Republik, aber mitten in Europa. Das jüngste der alten Bundesländer. In die Nachrichten schafft es das Saarland gerne mal bei Waldbränden oder Ölteppichen als Größenvergleich. Dabei hat es so viel zu bieten. Der keltische Ringwall bei Otzenhausen, gut versteckt im Wald. Ein Baudenkmal von europäischem Rang. Vor über 2000 Jahren türmte der keltische Stamm der Treverer Steine und Holzbalken zu einer kilometerlangen Mauer rund um eine Siedlung auf. Der Ringwall bildet das saarländische Tor zum Nationalpark Hunsrück-Hochwald. Patrick Heinz ist ein sogenannter Ranger. Für ihn eine Berufung. Sie müssen vor allem einfühlsam sein, vor allem für die Idee, was ein Nationalpark eigentlich ist. Das Projekt, das wir hier um uns herum quasi gerade gestalten wollen oder das die Natur gerade gestaltet, das ist eben etwas Wertvolles. Und das sollte man halt auch irgendwo ja, für sich beherzigen. Das macht mich stolz, dass unser kleines Bundesland auch ein Teil dieses ja, großen Konstrukts ist, dass wir unseren Teil zu diesen 10.000 Hektar, zu diesem großen Nationalpark beitragen können. Der Gollenstein bei Blieskastel, etwa doppelt so alt wie der keltische Ringwall. Von wem und warum der Menhir aufgestellt wurde, das konnte bislang nicht geklärt werden. 4000 Jahre überstand er unbeschadet. Erst als er von der Wehrmacht im Zweiten Weltkrieg zur Tarnung hingelegt wurde, zerbrach er in vier Teile. Der Bliesgau im Südosten des Saarlands. Die Blies ist hier Grenzfluss. Nach kühlen Sommernächten wabert der Nebel von Deutschland nach Frankreich und wieder zurück. Schon die Römer schätzten den fruchtbaren Boden und das relativ milde Klima. Genau dort, wo heute die Grenze verläuft, erbauten sie eine Siedlung und einen pompösen Landsitz. Aber auch hier waren die Römer nicht die Ersten. Mitte des letzten Jahrhunderts entdeckte man beim Kiesabbau drei keltische Fürstengräber. Das Gebiet des heutigen Saarlands lag zwischen römischen Zentren wie Metz, Trier oder Worms. Durch die Region führten wichtige Heer- und Handelsstraßen. An den Kreuzungspunkten entstanden Siedlungen, die bis heute Bestand haben. Wie das Leben damals aussah, wie man sich kleidete, was man gegessen hat, das lässt sich jedes Jahr auf Römerspektakeln miterleben. Ob in der römischen Villa Borg wirklich Gladiatoren kämpften, ist nicht überliefert. Aber man weiß, dass die Siedlung bis zum Beginn des 5. Jahrhunderts bewohnt war. Die Villa bei Perl lag damals an einer römischen Handelsstraße. Die Römer haben viele Spuren hinterlassen. Die Arbeitswelt für Bettina Birkenhagen. Nun, das Erste sind natürlich immer noch die baulichen Hinterlassenschaften, die wir von den Römern immer noch hier haben. Zum einen sind das natürlich die Mauern, die wir bei Grabungen noch freilegen, aber natürlich auch Gebäudestrukturen oder auch noch Straßen.
Aber es gibt auch Dinge, die man nicht mehr so richtig sehen kann. Das sind dann zum Beispiel Steuern, die auch schon von den Römern erhoben wurden, die bis heute weiterlaufen. Und natürlich ein ganz wichtiger Faktor hier bei uns ist der Wein. Nur 5 Kilometer von der Villa Borg entfernt, mitten im Dreiländereck von Deutschland, Frankreich und Luxemburg, wachsen auch heute noch Rebstöcke. Im einzigen saarländischen Anbaugebiet zwischen Perl und Nennig fallen die Weinberge sanft zur Mosel hin. Vieles hat sich im Weinbau seit den Anfängen bei den Römern geändert. Die anstrengende Handarbeit aber ist geblieben. Damit die Trauben mehr Licht und Luft bekommen, werden die Reben im Spätsommer entblättert. Simon Ollinger tritt nach einem Weinbaustudium in die Fußstapfen von Vater und Großvater. Aber er geht auch neue Wege. Die Ollingers sind die einzigen Bio-Winzer im Saarland. Bis heute haben sie eine Rebe der Römer im Angebot. Es gibt tatsächlich noch den Elbling. Und das ist die Sorte, die es von der Römerzeit bis ins heutige Zeitalter geschafft hat. Die Sorte haben die Römer Albus genannt. Und aus Albus übersetzt die Weiße. Also die weiße Sorte ist jetzt der heutige Elbling geworden. Und diese Sorte wird weiterhin hier in diesem Bereich angebaut. Kaum eine Flasche Biowein der Ollingers, egal ob Elbling oder Burgundersorten, verlässt das Land. Nahezu die komplette Produktion wird im Saarland getrunken und genossen. Auch eine Form von Nachhaltigkeit. Von der Obermosel zur markantesten Erhebung im Saarland, dem Schaumberg. Zu seinen Füßen Tholey. Die Benediktinerabtei St. Mauritius ist das älteste urkundlich erwähnte Kloster Deutschlands. Einer der jüngsten Mönche ist Bruder Wendelinus. Er stammt aus dem Nachbardorf. Die Verwurzelung in der Region ist für mich sehr bedeutend. Von der Erstausbildung her bin ich Historiker, habe mich sehr stark mit Landeskunde, mit der Genese der Region beschäftigt, sehe sie als eine Kernregion Europas an, des christlichen Abendlandes. Ja, das gibt eine ganz enge Verbundenheit über die religiös-spirituelle Ebene hinaus. Wobei man sagen muss, dass es auch an einem jeden Ort man etwas auch von der Tradition merkt. Und ich denke, Tholey ist einer der Orte, wo auch viele, die weniger diese spirituelle Ader hatten, aber doch merken, dass es ein geschichtsträchtiger, geschichtsbeladener Ort ist. Seit mehr als 1400 Jahren leben die Mönche von Tholey nach den Regeln des heiligen Benedikt. Aktuell muss sich der Abt keine Sorgen um den Nachwuchs machen. Der Zuspruch ist ungebrochen. Unser Konvent ist sehr breit aufgestellt, was Alter und Herkunft anbelangt, mit verschiedenen Nationalitäten sogar. Und der neueste Zugang, Bruder Theobert, wie sein Klostername jetzt seit dem Beginn des Noviziats ist, kommt aus Wittenberg. Ganz bemerkenswert, nach 500 Jahren Reformation, dass wir in der Abtei einen Novizen aus Wittenberg haben. Saarbrücken,
die Landeshauptstadt. Historisch gewachsen aus mehreren Einzelstädten. Barocke Prachtbauten, eine Autobahn mitten durch die Innenstadt und das Theater. Ein Geschenk Adolf Hitlers aus Dankbarkeit für den Beitritt zum Reich 1935. Ulrike Jacobs, eigentlich Wienerin, lebt seit 10 Jahren hier und schätzt Stadt und Einwohner gleichermaßen. Als ich hierher gekommen bin, war das Offensichtlichste die Menschen hier. Die sind fröhlich, die sind sehr gastfreundlich, herzlich, sie sind offen und neugierig. Und für mich war, wie die Menschen hier leben, das Auffälligste. Dass man gern isst, gern was trinkt, dass man das auch schätzt und dass man die Gastfreundschaft und das Zusammensein so schätzt. Noch ein Wahrzeichen von Saarbrücken, die Ludwigskirche. In den Barockbauten drumherum sind die Staatskanzlei und gegenüber ein Obdachlosenheim untergebracht. Das Saarland, ein kleines Land, mit kurzen Wegen und starken Gegensätzen. Ab 1850 fährt die Eisenbahn im Saarland und ersetzt nach und nach die Bergmannspfade, Fußwege von den Dörfern zu den Gruben. Auch Hüttenarbeiter bringt der Zug zu ihrer Arbeit ins Eisen- oder Stahlwerk. Die Völklinger Hütte, ein Stahlkoloss, über Jahrzehnte Arbeitsplatz für Tausende von Saarländern. Stillgelegt vor gut 30 Jahren. Seit 1994 steht sie als erster Industriekomplex überhaupt, als Weltkulturerbe, in einer Reihe mit dem Kölner Dom oder den Pyramiden in Ägypten. Mit den Auswirkungen des Strukturwandels hat die Stahlstadt Völklingen bis heute zu kämpfen. Trotz der vielen Besucher, die das Weltkulturerbe jedes Jahr anlockt. ‎20 Kilometer stromabwärts wird weiter Eisen verhüttet und Stahl gekocht. Die Dillinger Hütte ist Arbeitgeber für mehr als 5000 Menschen. In Dillingen entstehen Spezialstähle für Brücken oder Gebäude in aller Welt. Der Dillinger Hafen, so etwas wie die Nabelschnur der Hütte. Von hier aus wird sie mit Nahrung versorgt. Kohle aus Australien, Russland oder Nordamerika kommt per Schubschiff. Eine kleine Glaskanzel, der Arbeitsplatz von Günther Kasper, seit Jahrzehnten. Mein Opa war auf der Hütte, mein Vater war auf der Hütte, mein Bruder war auf der Hütte, ich bin auf der Hütte und mein Sohn ist auf der Hütte. Und alle im selben Bereich, alles Kranfahrer. Ich bin schon stolz, dass mein Sohn auch hier arbeitet und dass er auch in fast in die gleiche Sparte reingerutscht ist wie ich und mein Bruder oder mein Vater. Das macht ihn schon stolz. Zwischen Saar
und deutsch-französischer Grenze erstreckt sich ein sanft gewellter Höhenrücken, der Saargau. Eine herbe Landschaft, oft reduziert auf das Wesentliche. Felder, Wiesen, Bäume, Himmel. Dazwischen ab und zu ein Dorf. Der Saargau ist Heimat und immer wieder auch Thema von Liedermacher Hans-Walter Lurang. Der Saargau ist meine Heimat. Da bin ich daheim, sagen sie hier. Ich bin als Kind hier aufgewachsen und fest mit der Landschaft eigentlich verbunden. Saargau ist eine Landschaft, in der viel Ackerbau betrieben wird. Wenn man sich umschaut, sieht man das. Steht da Korn, Getreide und vor allen Dingen viel Äpfelbäume. Das Markante an dem Saargau, was die Pflanzen anbetrifft und auch die Menschen anbetrifft, ist der Boden. Es ist Muschelkalkboden, es ist schwerer Boden. Wenn man nach dem Regen über diesen Boden geht, dann bleibt der Boden an einem hängen. Das heißt, er lässt einen nicht weg und so ist es mir auch gegangen. Diese Landschaft kennt keine Grenzen. Das, was wir rechts hier sehen, ist Frankreich. Und diese Schichtstufenlandschaft, die geht sogar weiter nach Frankreich, nach Westen, bis auf die Ile-de-France, bis Paris. Am Rande des Saargaus liegt Berus. Der Wohnort von Hans-Walter Lurang hat eine einzigartige Lage. Auf einem langgezogenen Bergrücken thronen und wohnen die Menschen mit weitem Blick ins Saartal und über das Land. Saarlouis. Von den Einwohnern auch gerne die heimliche Hauptstadt des Saarlandes genannt. Das mag auch daran liegen, dass es in Saarlouis eine der höchsten Kneipendichten in Deutschland geben soll. Sowas gefällt den Saarländern. Gegründet wurde Saarlouis 1680 von Ludwig XIV. Das Stadtbild hat der Festungsbaumeister Vauban geprägt. Der große Markt war einst Parade- und Exerzierplatz. Überall Spuren der Militärgeschichte. Kasernen und Kasematten prägen das Bild der Stadt und die nahezu perfekte Symmetrie, die am Reißbrett entstanden ist. Wehranlagen, Wälle und Wassergräben sind bis heute gut erhalten und tragen mitunter seltsame Namen. Der halbe Mond, Radelin oder Laboratorium. Auf der Bergehalde Duhamel der Grube Ensdorf erinnert das Saarpolygon an das Ende des Steinkohlenbergbaus an der Saar. Zwei Berliner Architekten erdachten die Landmarke. Eine begehbare Skulptur, die je nach Betrachtungswinkel ihr Aussehen wundersam ändert. Manchmal erscheint sie wie ein Förderturm, dann wieder als ein Tor in eine neue Zukunft. Wie diese nach dem Ende des Bergbaus aussehen wird, ist noch nicht endgültig entschieden. Thank you.
Das Saarland und der Bergbau waren über Jahrhunderte untrennbar miteinander verbunden. 2012 wurde die letzte Kohle gefördert. Damit ging ein bedeutendes Kapitel in der Landesgeschichte zu Ende. Wie in Göttelborn erinnern an vielen Orten Halden und Fördergerüste an den Bergbau. Aber gerade in Göttelborn ist diese Erinnerung besonders schmerzhaft. Der Weiße Riese mit 90 Metern Höhe, eines der höchsten Fördergerüste weltweit. Er wurde für 200 Millionen Euro gebaut, als das Ende des Bergbaus schon längst absehbar war. Delf Slotter ist Experte für Industriekultur. Ihn zieht es immer wieder nach Göttelborn. Ich mag keine Landschaften, die glatt sind, sondern diese Landschaft hier, die hat Narben, die ist mit Ecken, mit Kanten, mit Brüchen versehen. Und hier hat man diese schwierigen Situationen nicht kaschiert, sondern man hat sie ganz einfach offengelegt, man hat sie sogar noch ein bisschen überhöht. Das Saarland basiert auf Industrie, zumindest in den letzten 200 Jahren. Und entsprechend muss man also auch diese Industrie, was sie erzeugt hat, sowohl in der Landschaft als auch bei den Menschen, natürlich in den Vordergrund stellen. Tai-Chi-Schattenboxen statt Spätschicht in Landsweiler Reden. Dort, wo bis in die 90er Jahre Kohle verladen wurde, entstanden asiatisch anmutende Wassergärten, gespeist mit Grubenwasser aus 800 Metern Tiefe. Wo Jahrzehnte malocht und geschuftet wurde, ist ein Ort für Freizeit und Erholung entstanden. Bergbauerinnerung als Sehenswürdigkeit. Ein paar Kilometer entfernt, Ottweiler. Mit seiner nahezu unversehrten Altstadt, eine Ausnahme im Saarland, das ansonsten durch die Kriege stark in Mitleidenschaft gezogen wurde. Wie Schafe um ihren Hirten stehen die Häuser dicht gedrängt rund um den alten Wehrturm. Mittelalter, Renaissance, Barock, auf engstem Raum vereint. Nachschub für Kranführer Günther Kasper in der Dillinger Hütte. Kohle aus Nordamerika. 3 Tage dauert der Transport mit dem Binnenschiff, allein von Rotterdam ins Saarland. Dabei passiert das Schiff die Saarschleife und den Welles, die letzte Personenfähre im Saarland. Fährmann Matthias Mann
schippert mit dem Welles Wanderer und Radfahrer von der Außen- zur Innenseite der Saarschleife. Klingt einfach, ist es aber gar nicht. Erforderlich ist es, um die Prüfung machen zu dürfen, dass man sie 180 Tage fährt, wo jemand nebendran sitzt, der den Führerschein hat. Weil man sollte sie in jedem Fall immer bei jeder Strömung gefahren sein, bei jedem Wind gefahren sein. Hier ist es oftmals so, gerade um die Osterzeit rum, wenn es viel geregnet hat, dann ist es Wehr auf und dann ist hier eine sehr hohe Strömung. Ganz anderes Fahren, Wind vom Wasser her, ganz anderes Anlegen, viel mehr Abstand halten, Wind vom Ufer her, ganz anderen Winkel. Letztes Jahr habe ich dann noch ein bisschen getoppt, die ganze Geschichte. Zwei Sonntage im Jahr fährt ein Kollege für mich. Und da hatte mich meine Frau gefragt, was soll man jetzt den Sonntag machen, wenn du mal frei hast? Und da sage ich, am besten gehen wir auf die Burg Montclair, fahren mit der Fähre rüber, weil die Leute sagen, das wäre so schön. Und dann den einzigen freien Tag, ja, sind wir dann auf die Burg Montclair gegangen. Das bekannteste Wahrzeichen des Landes, die Saarschleife. Eigentlich nur eine Flussbiegung, aber was für eine. Die beste Aussicht darauf bietet der Aussichtsturm des Baumwipfelpfades direkt gegenüber. Das Saarland. Aus der Ferne betrachtet mag es als Vergleichsgröße für Ölteppiche oder Waldbrände herhalten. Wer aber schon mal hier war, der verbindet mit dem jüngsten der alten Bundesländer schönere Dinge. Lebendige Städte, ein spannendes industrielles Erbe und sehenswerte Kulturlandschaften. Alles eine Frage der Perspektive.